Das ist kein politisches Statement zur aktuellen Situation in Deutschland, sondern worauf kommt es an als Unternehmer? Ein Statement-Video für dich als Unternehmer, die wichtigsten Punkte, die zu berücksichtigen sind in der jetzigen Krise. Das ist kein Statement-Video, dennoch beschäftigt uns als Unternehmer dieser Lockdown und die Corona-Situation massiv. Es gibt Diskussionen über die Impfquoten, werden die mit reingerechnet in die Infiziertenquote, wie entwickeln sich die Kennzahlen, was ist politisches Taktieren, wir haben das Wahljahr, was können wir ernst nehmen an Kennzahlen, wo sind wir auf dem Weg der Besserungen. Ich möchte mich gar nicht als Unternehmerin mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist mir viel zu viel Zeitaufwand, mich da reinzuwühlen, und ich bin am Ende auch keine Ärztin, um eine saubere Prognose treffen zu können, wie sich dieser Krankheitsverlauf bzw. die Pandemie grundsätzlich weiterentwickelt. Das, was ich aber mache und wo ich drauf schaue, ist die Unternehmerperspektive. Das heißt, aus einer wirtschaftlichen Blickwinkel drauf zu schauen, was macht diese Krise und dieser krasse Lockdown mit unserer Wirtschaft hier in Deutschland und vor allem mit einzelnen Unternehmen. Wenn wir da mal reinschauen, dann ist es tatsächlich fast ein halbes Jahr. Je nachdem, wie man es rechnet, ich rechne ab November, ja, das heißt November 2020, wir sind jetzt im Juni, wir bewegen uns auf den Sommer zu, wir haben locker ein halbes Jahr gefühlt, einen Lockdown, den längsten Lockdown aller Zeiten am Stück hinter uns. Was bedeutet das denn für uns als Unternehmen? In der Regel, vor allem in den kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allem die Unternehmensbereiche, die am stärksten auch davon betroffen sind, womit beschäftigen die sich als Unternehmer? In dieser Zeit, wenn ein Lockdown angekündigt wird und wir bangen und warten auf die nächste Verlängerung und die nächste Verkündung, wir beschäftigen uns mit der Liquidität, mit den Rücklagen, mit den Geldern, die wir als Unternehmer verantworten. Plus natürlich intensiver Austausch mit dem Steuerberater. Welche Gesetzesänderungen gibt es? Es gibt ja jede Menge, was Steuerrückzahlungsmodalitäten angeht, wo man den Unternehmern inzwischen entgegenkommt. Das heißt, die Taktung und der Austausch mit dem Steuerberater nimmt massiv zu. Darüber beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit Projekten, mit Investitionen, wo wir vielleicht schon einen Vertrag unterschrieben haben vor langer Zeit für Maschinen und Anlagen, für Arbeitsverträge, wo wir nicht wissen, in dieser unsicheren Situation, was sollen wir tun, wie sollen wir entscheiden. Wir beschäftigen uns mit der Personalinfrastruktur. Wie viel Personal kann ich mir denn überhaupt noch leisten? Wie lange kann ich das aushalten, mit den Rücklagen die Fixkosten zu halten? Wann gehe ich wann mit wem in Kurzarbeit? Wie berechnet man das überhaupt, diese ganze Vollzahlerkonstellation, um Kurzarbeit überhaupt anmelden zu können? Wir beschäftigen uns mit unseren Investitionen, wo wir sagen, was muss ich an Geldern zurückhalten, um meinen Cashflow zu schonen? Wie kann ich Arbeitsvolumen entsprechend Stunden und kleinrechnen. Wir beschäftigen uns mit Verordnungen, und das sind alles so unfassbar viele Themen, die Nonsens sind. Die müssen zum Teil stattfinden, ja, und wir müssen uns auch zum Teil damit auseinandersetzen. Das Risiko als Unternehmer besteht allerdings, dass du dich zu viel mit diesen Dingen beschäftigst. Und das ist so, wenn du eine Karotte oder auf einem Beet Wurzeln von unten anschaust. Ja? Du siehst immer nur in deinen eigenen Wänden. Du kannst dich den ganzen Tag mit Verordnungen und Corona-Verordnungen und Rechtsprechung und was weiß ich was auseinandersetzen. Das bringt dein Unternehmen aber nicht weiter und sichert dir noch lange nicht deine Zukunft. Und das ist das Schwierigste und das größte Risiko, das ich gerade sehe in dieser Situation nach 6 Monaten Lockdown. Mit welchen Themen beschäftigst du dich als Unternehmer. Du kannst dich, wie gesagt, in all diesen Dingen so massiv verlieren. Es gibt Unternehmer, die haben einen riesen Brass auf die Politik, auf Gelder, die versprochen wurden, wo die Auszahlung ausbleibt. Und es sind so unfassbar viele Branchen davon betroffen, ob das Fitness-, Beauty-Bereich ist, direkter Körperkontakt, körpernahe Dienstleistungen, ob das Gastronomiebereiche sind oder Einzelhandel. Das sind so unfassbar viele Einzelunternehmen, die davon
betroffen sind, wo unternehmerisches Handeln fehlt. Und in diesem Video möchte ich genau darauf eingehen, warum das so furchtbar riskant ist, sich mit diesen nach innen gerichteten Themen zu beschäftigen. Denn das, was international gerade passiert, ist ein immenser technologischer Fortschritt, der bereits total im Laufen ist. Nur wir merken es nicht. Wenn wir uns als Unternehmer mit diesen Themen innen, nach innen gerichtet, betriebsintern auseinandersetzen und über das Kleingedruckte für einen Antrag von Kurzarbeitergeld auseinandersetzen, dann kriegen wir eigentlich gar nicht mit, dass es vielleicht schon eine Beschlussordnung gab mit der Bundesregierung vor längeren, 5G einzuführen bis 2025, 99% flächendeckend. Was bedeutet das denn eigentlich? Das ist in 4 Jahren. Das heißt, wir haben ein maximales Netz, eine Bandbreite in Deutschland, die zwingend notwendig ist, aber die ganzen Technologien, die daran aufsetzen, die daran anknüpfen, sprich Blockchain, Krypto, Internet of Things, das ist das, was notwendig ist, um 5G überhaupt nutzen zu können. Weil ein bisschen schnelleres Internet, ja, was bringt mir das, eine Seite schneller aufzurufen? Darum geht es nicht. Es geht um dein Geschäftsmodell. Dein Geschäftsmodell krisensicher aufzusetzen und dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, wie muss ich mich für die Zukunft wappnen? Und vor allem, was sind die nächsten Schritte in der Veränderung meines Geschäftsmodells, meiner Unternehmensstrukturen, um überhaupt zukunftsfähig agieren zu können? Also ich fasse nochmal zusammen die Dinge und erläutere es vielleicht auch mal in einzelnen Stichworten, was damit gemeint ist. Blockchain und Krypto, ja, das ist das eine, Geld in solche Dinge zu investieren, aber das, was dahinter steckt, sind ja Verschlüsselungstechnologien. Ja, das heißt, Daten über bestimmte Codes und Verschlüsselungskonzepte so zu überspielen, damit du vor Hackerangriffen besser geschützt bist zum Beispiel, dass du Datentransfer über andere Wege zur Verfügung stellst. Internet of Things sind ganz einfache Dinge, wo Geräte zum Beispiel miteinander kommunizieren. Die Telekom hat jetzt erst, ich glaube vor 4 Wochen oder 6 Wochen habe ich eine Mitteilung bekommen, so yeah, yeah, wir machen als Telekom Internet of Things, melde dich mal bei uns an, wenn du ein Pilotprojekt starten willst. Wir sind in den Kinderschuhen in Deutschland, was das angeht. Einfaches Beispiel, Internet of Things, du lieferst eine Waschmaschine aus und die Wartungszyklen der Waschmaschine werden automatisiert an einen Kundenservice geschickt. Das heißt, du bekommst als Kunde am Ende über deine App eine Mitteilung, Achtung, deine Waschmaschine hat so und so viel Prozent vor Verkalkungsgrad, der und der Fehler kann zeitnah demnächst auftreten, dein Gerät ist out of order. Bestätige hier für den nächsten Kundentermin. Komplett digital, ohne dass du eine Hotline bemühen musst, Fehlercodes, recherchierst bei Google, was ist jetzt kaputt, wo kriege ich jetzt jemanden her, dass der das Ding wieder zum Laufen bringt. Internet of Things heißt, dass die Geräte so miteinander verknüpft sind, dass Informationen ohne menschliches Zutun geteilt werden zwischen Geräten, die miteinander kommunizieren können. Das heißt, alle Unternehmen und Geschäftsbereiche, die sich mit Kundenservice, Wartungsintervallen, Wartungsservices auseinandersetzen und das anbieten, sollten sich darüber Gedanken machen, was bedeutet dieser technologische Fortschritt für mein Geschäftsmodell? Wie wird mein Kundenservice zukünftig mit meinen Kunden, mit meinen Stammkunden kommunizieren? Welche technologische Möglichkeit gibt es? Das setzt natürlich wiederum voraus, dass du ein sogenanntes CRM, eine Customer Relation Management Datenbank hast, wo Kundendaten gespeichert, automatisiert und gesteuert werden. Wenn du im alten Geschäftsmodell total analog unterwegs warst, indem du ein Callcenter hattest, dann wurde mal was aufgeschrieben, dann wurde mal eine Rechnung rausgeschickt, aber die Daten, alles was mit dem Kunden passiert ist, werden nicht zentral dem Kunden zugeordnet, sondern nach Rechnungsausgangsnummern zum Beispiel sortiert. Dann kannst du mit den Daten gar nichts anfangen. Das heißt, es greift ineinander. Und es ist so super, super wichtig, dass wir uns als Unternehmer jetzt, spätestens jetzt, mit diesen Dingen auseinandersetzen. Das war ein Beispiel, Internet of Things.
Bots Robot Process Automation ist das nächste. Es gibt bereits sowohl von Apple als auch von Microsoft solche Bots, die du selbst aufsetzen kannst. Das bedeutet, eine E-Mail geht ein und ein Anhang ist auf dem Laufwerk zu speichern und woanders hinzuschicken oder weiterzuleiten. Informationen beispielsweise als Immobilienmakler, ja, wo du mit Notarin, mit Bauträgern, mit Grundstückseignern, mit den Ämtern auch kommunizierst und das regelmäßig als Makler, hast du mehrere Objekte parallel in der Pipeline und diese Daten müssen ja alle zentral immer gespeichert abgelegt werden und an die richtige Person übermittelt werden. Ist die Checkliste vollständig erfüllt? Sind alle Daten vollständig und so weiter? Dafür gibt es inzwischen Automationen. Ja, sie befinden sich noch im Testmodus, aber der Weg dahin, bis sie perfekt laufen, der ist nicht mehr weit. Das heißt, setz dich damit auseinander, wie deine Workflows und deine Prozesse maximal automatisiert werden können. Prüf einfach mal, in welche Richtung kannst du schon anfangen, innerhalb deines Geschäftsbereiches Prozesse so aufzusetzen, dass sie automatisiert von der Grundstruktur überhaupt stattfinden können. Und das nächste Thema ist dann natürlich künstliche Intelligenz. Das sind neuronale Netze, die ein gewisses Training antrainiert werden, sowas in Steuerberaterkanzleien, Buchhaltung, Anwaltskanzleien wird es als erstes Anwendung finden, wo wiederkehrende Abläufe einer Automation antrainiert werden, sodass sie über die KI quasi automatisch erkannt werden, ausgeführt werden. Wir erkennen das jetzt schon, also mir fällt es zumindest auf, achte da selbst vielleicht mal drauf. Gut, ich habe jetzt ein iPhone, ich kenne mich mit Android-Geräten nicht aus, aber beim iPhone ist es zum Beispiel so, aktuell, wenn du aus deinen Notizen, beispielsweise Einkaufszettel oder aus einer E-Mail, irgendwas rüberkopierst in WhatsApp oder in Instagram ein Textfeld einsetzt oder Google Translator oder sowas nutzt, dann steht oben immer ganz kurz kommentiert. Das nimmst du eigentlich gar nicht wahr, wenn du nicht drauf achtest und auch damit nichts anfangen kannst. Aber schau mal auf deinem Display, achte mal genau drauf. Dann steht oben, eingesetzt aus Pinterest oder kopiert aus Instagram oder kopiert aus Notizen, eingesetzt aus E-Mail. Das heißt, er erkennt, es befindet sich bereits in diesem Zustand, dass erkannt wird, was tut der Nutzer gerade mit seinen Daten, die er in diesem kleinen Gerät hat. Und es geht dahin, dass predictive, also vorprognostiziertes Handeln eines Nutzers erkannt wird, sodass dir zukünftig über technologische Weiterentwicklung direkt Vorschläge gemacht werden, du noch klickst, ja, soll eingefügt werden, dahin schicken, an den weiterleiten, noch mehr Automation und dadurch noch mehr Geschwindigkeit in der Kommunikation von Daten und Informationen stattfindet. Und wenn du das bewusst beobachtest, dann siehst du auch, wie krass dieser Wandel bereits voll im Gang ist. Und um zurückzukommen auf die Einleitung dieses Videos, ne, Liquidität, Projekte stornieren, Steuerberater, Kommunikation, Kurzarbeit, Personalstruktur, je mehr du dich nach innen gerichtet nur mit diesen Themen auseinandersetzt und diese Außenwelt, die gerade stattfindet, international ausblendest, umso mehr schießt du dein Geschäftsmodell in den Hintergrund. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Zukunft es zeigt, dass das nicht mehr tragfähig ist. Dafür gibt es auch einen Begriff und der nennt sich Innovationslücke. Und im nächsten Video erläutere ich dir, was das konkret heißt auf der Zeitachse, vor allem für uns als Wirtschaftsnation Deutschland, wie wir uns wirklich in die letzten Rankings international zurückkatapultieren. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu hier unten in die Kommentare dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es gerne auch mit anderen Unternehmern, wo du sagst, hey, das solltest du dir unbedingt anschauen.